Toni Stahl, 2-1 mit Energie Cottbus gegen Chemie Leipzig gewonnen. Ihr erstes Pflichtspiel für Energie im Stadion der Freundschaft. Wie war es heute für Sie? Ja, einzigartig vor 8000 Zuschauern und bin natürlich froh, dass wir gewonnen haben am Ende noch 2-1. Erste Halbzeit war sicherlich nicht unsere beste, aber so eine Siege muss es auch geben und sind wir ganz froh drüber. Wir waren alle ein bisschen überrascht, dass der Trainer die Torhüterposition gewechselt hat. Wann haben Sie es erfahren? Eigentlich erst gestern. Bin recht froh drüber und hat am Ende auch gut geklappt. Und wir wissen, und Lennart weiß auch, wir sind beides gute Torhüter und freue mich einfach, dass ich spielen durfte. Wie kompliziert ist denn das, so mit zwei Torhütern, die ungefähr auf Augenhöhe agieren, dann im Training immer sich anbieten zu müssen und einer sitzt auf der Bank, der andere darf nur spielen? Ja, eigentlich eine ganz gute Situation, weil wir uns gegenseitig im Training dann auch pushen können. Und ich glaube auch, dass wir uns beide gut steigern können noch dieses Jahr. Und wir müssen einfach das Beste aus der Situation mitnehmen. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, dann können wir ja ganz gut spielen. Ist ja auch eine spannende Situation für Energie Cottbus. Beide Torhüter sind ausgeliehen, einer von Union Berlin, Sie von Fulham FC. Wie wichtig ist das auch für den Stammverein, dass Sie hier Spielpraxis bekommen? Ja, natürlich immens. Der leiht mich ja nicht ohne Grund aus und Lennart ja genauso. Und dass beide ausgeliehen ist, ist sicherlich nicht einfach. Ich hoffe einfach, dass wir beide unsere Spiele machen und uns weiterentwickeln können. Das ist das Wichtigste. Für uns ist jetzt die spannende Frage, wer spielt denn nächste Woche in Babelsberg im Energietor? Da müssen Sie den Trainer fragen.